Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Diesen Mönch, also den habe ich... Wann ist der als letztes announced worden? Weil ich kenne ihn überhaupt nicht, also so gar nicht. Also Barbar wusste ich, dass es den gibt, Hexendoktor wusste ich, dass es ihn gibt und Zauberin. Könnte sein, dass es der letzte war. Was richtig geil wäre, wäre, wenn es... Es gibt sicher ein Add-on. Ja, auf jeden Fall. Dass da der Paladin kommt wieder. Paladin? Ach, nee, mochte ich irgendwie nie. War mein Lieblingscharakter. Ja? Mhm. Ich habe damals auch sowieso nur Barbar, Assassine und Hau drauf. Den Necro gespielt. Assassine aber als mit Abstand am längsten. Die anderen halt nur mal so durch den ersten Schwierigkeitsgrad durchgeballert. Ich glaube, mein Dings war dann Level 99 oder sowas? 99? Alter, schön. Nein, 92 glaube ich war es. So weit habe ich nie. Aber, ja. Ich glaube immer nur maximal 70, 75, glaube ich. Auf 70 hatte ich glaube ich 3 oder 4. Was? Was macht der? Kommt der mit? Ja. Einfach mal ein random Kumpel. Ja, siehst du, ich treff den nicht. Das ist so Quatsch. Wams. Diese Dinger fliegen zu weit auseinander. Müsste so ein bisschen gerade mehr geradeaus gehen. Aber die Lichter machen richtig Stimmung. Mhm. Die Blitze. Ja. Das sieht auch echt gut aus. 13 Monster getötet. Auch nicht schlecht. Man freut sich immer, weil es immer ein bisschen mehr EP gibt. Ein bisschen Sonder-EP für jedes Achievement. Macht Spaß. Level 18, Level 14. Ach, bin schon wieder gestiegen. Ah ja, stimmt, ich habe meine Doppeldinger hier gekriegt. Geht richtig schön weiter. Geht wesentlich schneller als alleine. Selbst wenn ich hier noch im ersten Akt bin. Ah, guck an, das ist mein Speed-Skill. Machst du dann noch Damage nebenbei? Oder? Ja. So ganz habe ich noch nicht draußen, ist mir zu kompliziert. Ja, es sind auch echt viele Tasten, die man drücken muss. Linke Maustaste, rechte Maustaste, 1, 2, 3, 4. Wirklich? Ich Krieger. So. Ach, ein Händler. Habe ich gelesen. So. Oh, der ist nicht schlecht. Zweihand benutzt du nicht, ne? Nee. Na dann weg damit. Finde ich immer schön, wenn Items so als Sonderskill haben, plus 9 Rüstung, so. Wenn sie einfach dann plus 9 Rüstung haben. Also anstatt 39 in meinem Fall, dann 48. Also. So. Betrete die, Ah ja, genau, das ist das, was ich meine. Sprecht mit Königin Asyla? Schön, dass sie auch ihren eigenen Kopf in der Hand hält. Boah. Die hat Kopf und Kragen riskiert. Oh Gott, ey. Heute sinkt für sie das Niveau. Mhm. In hohen Tönen. Klong. In hohen Glockentönen. Boah, das ist meine fette Axt. Ja. Schnetze, Schnetze. Je mehr Gegner, desto besser. Den haben sie einfach mal Horror genannt. Ja, aber die meinte ich. Mhm. Widerlichstes Zeug. Stufe 15. Sauber.
Weg der 100 Fäuste, na, das klingt doch mal gut. Klingt nach viel Wumms. Apropos Wumms. So, wie kommen wir da jetzt hin? Hier, man kann übrigens auch durch diese, als Fernkämpfer durch diese Gitter hier durchschießen. Das ist sehr praktisch. Cool. Wenn man einen Weg nicht findet. Nicht schlecht. Einfach voll reinhalten. Kann ich die Glocke auch? Ja, die kann ich sogar ins Gitter ballern. Oh, da sind Abteilungsleiter, Horror. Oh ja, cool. Klingt gut. Ja, das versuchst du mal. Ich werde zurückkehren. So. Ja, noch umhauen. Ich glaube, da war was. Kommt man denn da okay, rein? Das ist die brennende Hand, also. Ich sehe nur Special Effects hier. Das ist der Wirbelwind. Mann, sobald man sich einmal trennt, gibt's voll auf die Nuss. Ja, warte. Ich hab hier schon einen Gefallenen. Ihr seid tot. Du bist tot? Ja, mein erster Tod. Ja, mit dem Aufteilen. Die Gegner werden ja auch nicht einfacher, ne? Wenn man dann allein durch die Gegend stratzt. Gut beobachtet. Ich versuche jetzt mal die anderen hier noch zu finden. Gibt es da noch irgendwie einen Grabstein, den man wieder zurückfinden kann? Nee, ja. Du bist auch kein Geist und kein Nichts. Deine Rüstung geht halt nur ein bisschen kaputt. Die kannst du ja wieder reparieren lassen. Mhm. Also da hast auch nicht wirklich fiese Nachteile. Das macht echt unerhört viel Schaden. Also. Ich will es jetzt nicht ein bisschen Imbalance nennen. Also, das ist aber schon echt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Das geht schon ganz schön ab da. Jo. Klung. Haha, guck mal, ein schneller Schwabbel. Schneller Slimer. Nee, der, wie hieß der? Von Ghostbusters? Doch. Marshmallow Man, genau. Ach so. Wo ist denn jetzt dieser... Ach, zwei brauchen wir noch. Diese Gefallenen. Genau ins Gesicht explodiert. Ja, echt. Überreste. Einen noch. Ah, der ist da hinten dann, der letzte. Hi. Okay. Ja. Hallo auch. Bong. Tea time. So, wir kommen da unten weiter. Haben wir zum Glück schon gefunden. Wo? Nee, da waren wir schon, oder? Nein, hier. Pfeil nach. Also, ja doch, ja, den Hauptflur hast du. Uzei Unflatzwurzel. Unflatzwurzel. Schön. Er hat übrigens Rückstoß. Gerade gemerkt. Hier unten müssen wir lang. Ja, da lag noch ein cooles Item für mich. Weiß. Genau. Grau.
hat noch keiner aufgehoben. Ich weiß auch nicht warum. Oh, jetzt wird er böse. Ah, das war eben, das war eines dieser Szenen, die man von Anfang an gesehen hat, oder? Keine Ahnung, oder ich habe nichts von dem Spiel gesehen, bis ich es gezockt habe. Latsch. Flums. So, Inventar sieht auch noch gut aus. Und jetzt? Ach, Butter müssen wir. Hier. Und wie durch ein Wunder geht die Tür auf. Boah. Da sind ein paar. Okay, da haben wir gerade eine Henkersmahlzeit. Ach, guck mal, was hier passiert. Vielleicht kriegen wir irgendwie ein Sidequest oder so. Habe ich ja gehört, soll es geben. Obwohl, welche Sidequest soll man von Geistern bekommen? Von toten Geistern. Ach. Ja, komm. Ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Komm, jetzt hackt den Kopf ab. Dann ist gut. Danke. Das wollten wir sehen. So, und Ebene 3 ist böse. Ja, eigentlich war die Ebene 2 böse, zumindest nervig. Ebene 3 war... Ja. War Endboss? Nee, ich glaube noch nicht. Ja, doch ein Stückchen länger. Der erste Akt als das Beta-Wochenende. Ja. Da war es wahrscheinlich noch nicht fertig. Jungs, wir haben die erste Hälfte vom ersten Akt. Alles klar, wir releasen nächsten Monat. Ikul Prinzen, was? Prinzen? Egal. Prinzenverstümmler. Prinzenrolle. Die machen schon wieder irgendeine Zeremonie, wo wir sie stören. Wir fallen unangenehm auf, glaube ich. Das gibt eine Abmahnung. Es kommt ins Mitteilungsheft. Bist du ein bisschen traumatisiert von deinem Job, ja? 18. Das war schon fast Rekord. Gehässiger Leinenküche, das klingt doch gut. Klung. Alter Falter. Tausend Sterne. Des Leidens, das klingt doch schon mal gut. Boss, der Hort, der irgendwas. So, pass auf, der ist groß. Der ist sehr groß. Nein! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Unter uns könnte es wärmer werden. Die Platten fangen immer so ein bisschen an zu leuchten. Da müssen wir aufpassen, dass wir da stehen, wo es nicht leuchtet, weil wir sonst verbrannt werden. Spoiler! Ich bin ein, zwei Mal gestorben hier. Spoiler!
Das will ich dir natürlich ersparen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein fettes Viech. Er gehört dir. Klung. Ups. Boah. Ja, genau. Du musst aufpassen. Oben links und oben rechts sind Lebenspötte. Da müssen wir gucken, dass wir die nicht zu schnell aufbrauchen. Halt nur im Notfall, weil der macht schon richtig ordentlich Damage. Ach. Naja, dir nicht, aber. Aber naja. Er hat mir gerade einen Kratzer gemacht. Ja, ich glaube, wir kriegen das relativ gut geregelt hier. Boah, der ist schnell. Oh, fuck! Ich gebe mich mal eben. Boah! Klung. Ups. Jetzt gibt's Angel auf den Nuss. Ups. Ich hatte den echt schwerer in Erinnerung. Zu zweit geht er schon ganz gut runter. Ja. Boah, aber jetzt wird's ganz schön feurig hier. Ich kann gerade nicht zu dir kommen. Gleich ist er down. Ich glaube, du hast das Feuer. Und. Black. Und da geht er down und droppt nur Scheiße. Das kennen wir doch. Leck. Jetzt geht's wieder. Gar nichts gedroppt für dich? Ja, drei blaue, aber. Ich habe eine Fellhose gedroppt. Wie kommen wir denn gelb? Obwohl doch, eine ganz gute Hose ist dabei. Ach, Intelligenz, ne? So ein Scheiß brauche ich nicht. Komm, brauche ich echt nicht. Brauche nicht schlau sein. Ein seltsamer Schild, seltener Schild. Eiferarmbrust. Oh, na, scheiße. Naja. Was kann die Hose? Geschicklichkeit, Vitalität, Gold und ja, Erfahrung. Passt. Dann lass uns doch mal weitergehen. Aber. Okay. Heller der Verurteilten. Hä? Moment, war ich hier? Kenn ich das? Sieht ein bisschen so aus hier wie Minas Tirith. Vielleicht kommt der Balrog hoch. Ah, das. Ich hab Minas Tirith verstanden. So, und wo ist es an Dariel? Die mochte ich, die Andariel-Tante aus dem zweiten Teil. Andariel-Tante? Die Zwischenbossin im ersten Teil, Akt. Ach. Die Frau Abteilungsleiterin ja. Andariel. Anduriel? Nee, wie hieß die? Andariel, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Andaria? Nee. Duriel war der von zweiten. Türleil. Ja. Guck an, na, ich fast war ich. Fast ja, fast du hast es doch, du hast es doch erraten. Also ich war platt. Also ich bin nicht drauf gekommen. Es war einfach nicht offensichtlich genug. Ich meine, dieses Schwert allein schon. Ich dachte, wenn der das schon überlebt, das muss irgendein spezieller sein. Entweder Diablo oder Türeil. Cool. Und jetzt? Jetzt erstmal verkaufen. Ah, okay, jetzt kann ich den Handwerker auch ausbilden, dann kann der irgendwie mehr machen. Ja, da kann er dir noch besseren nutzlosen Kram zusammenbauen. Oh, ich will mal irgendwie besseres Zeug finden. Immer wieder was Goldenes oder so, wäre nicht schlecht. Magisches Diablo Daibo. Was? Magisches Diablo. So, hier, kannst den Typen anquatschen, dann geht's in Akt 2. Hui, Zwischensequenz. Ja. Yeah.
Akt endet in 26 Sekunden. Warte, ich will noch shoppen. welchen Typen anquatschen? Nö, der ist doch gleich vorbei hier. Also, ich dachte, man musste irgendwie zu dem Fährmann, aber da waren wir gerade vorher schon. Das haben wir schon. Mhm. Ich dachte, der schippert einem dann rüber. Nö, nee, ist hier per Karawanenmeister. Karawane, huh. Es ist eine Andeutung für den zweiten Akt. Wüste, wer hätte das gedacht? Was? Wieso hatte ich die Zwischensequenz nicht? Haha. Oh Mann. So, dann hat man die Klappe, ich will Zwischensequenz gucken. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Ihr könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! Gefallen. Freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten. All die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Richtig geil. Oder? Ja. Und es sieht auch echt unverschämt gut aus. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe noch nie im Computerspiel so geile Zwischensequenzen gesehen. Mhm. Also gerenderte. Wenn Tristram sicher ist, sieht echt gut aus. Reise ich nach Chaldeum. Können wir schon mal einen Haken machen? Cinematics fett. Des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. So, ich hole mal noch ein Bier. Mhm. Ich werde sie von ihm befreien.